Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zurück auf unserem YouTube-Kanal. Hier sehen Sie, wie Sie den Erschienen-Server wiederherstellen können. In diesem Video zeige ich Ihnen, wie Sie eine Sicherung mit dem Windows Server Backup Tools erstellen und wie Sie die Sicherung auf einen Erschienen-Server einsetzen. Außerdem werden Sie erfahren, wie Sie eine Wiederherstellungsbasis aus einem Backup erstellen und E-Mails auf einen neuen Server migrieren können. Und schließlich erfahren Sie, wie Sie beschädigte oder gelöschte Mailbox-Datenbankdateien mit einem Datenwiederherstellungstool wiederherstellen können. Ein lokal erstellter Server ist ein effizienter E-Mail-Server mit allen von Microsoft bereitgestellten Sicherungsfunktionen. Aufgrund von Missmanagement, physischen oder logischen Fehlern kann die Datenbank jedoch beschädigt werden. Das ist in Ordnung, denn wenn Sie ein Backup Ihres Servers haben, kann eine beschädigte Erscheinungsdatenbank schnell und einfach wiederhergestellt werden. Obwohl ein Administrator die Beschädigung der Datenbank minimieren kann, kann sie nicht verhindert werden. Daher ist es immer eine gute Idee, eine Sicherungskopie zu erstellen, damit Sie im Falle einer Katastrophe keine wichtigen Daten verlieren. Es gibt viele spezielle Softwareprogramme für die Sicherung von Erschienen Server 2019, aber Windows Server verfügt über integrierte Funktionen für diese Lösung. Es ist die Windows Server Backup Komponente. Windows Server Backup bietet Administratoren die Möglichkeit, den gesamten Server ausgewählte Volumes oder bestimmte Ordner zu sichern. Windows Server Backup ist ein integriertes Backup für das Windows Server Betriebssystem. Da die Sicherungsfunktion standardmäßig nicht installiert ist, müssen Sie sie zuerst installieren. Öffnen Sie dazu Server Manager. Klicken Sie auf die Menü-Schaltfläche Verwalten. Rollen und Funktionen hinzufügen, gehen Sie in dem sich öffnenden Fenster zum Abschnitt Funktionen und aktivieren Sie das Kontrollkettchen gegenüber Windows Server Sicherung. Dann Weiter und Installieren. Öffnen Sie nach der Installation des Dienstprogramms Tools und führen Sie Windows Server Sicherung aus. Microsoft sagt, dass die Erscheinungsdatenbanken mit Backup sichern und wiederherstellen können. Vor dem Erstellen eines Backups wird empfohlen, die Datenbank zu unmounten. Öffnen Sie dazu das Erscheinungs-Admin-Panel, gehen Sie zum Abschnitt Servers und öffnen Sie die Registerkarte Databasis, markieren Sie Datenbank, klicken Sie auf die drei Punkte und drücken Sie Dismount. Wählen Sie im sich öffnenden Fenster Windows Server Sicherung, lokale Sicherung und rechts im Aktionbereich Backup Once. Aktivieren Sie in den Einstellungen der Archivierungsoptionen verschiedene Optionen und klicken Sie auf Weiter. Wählen Sie in der Archivierungskonfiguration Benutzer definiert und klicken Sie auf Weiter. Klicken Sie auf der Objektauswahlseite auf Elemente hinzufügen. Markieren Sie den Datenträger, auf dem sich Ihre Erscheinungsdatenbank befindet und OK. Klicken Sie dann auf die Schaltfläche Erwartete Einstellungen. Hier können Sie Festplattenanschlüsse hinzufügen, die nicht kopiert werden. Gehen Sie dann zur Registerkarte WS-Einstellungen und aktivieren Sie das Kontrollkästchen Nebenstand Vollständige WS-Sicherung. Okay und Weiter. Geben Sie im nächsten Schritt den Speicherort für die Sicherung an, lokales Laufwerk oder entfernen Arbeitsordner. Überprüfen Sie dann die Optionen und klicken Sie auf Sicher und den Sicherungsvorhang zu starten. Sie haben jetzt eine Sicherung Ihrer Erschienen-Postfach-Datenbank. Sehen Sie danach in Ihrem Postfach nach und löschen Sie alle E-Mails . Sie können sie auch aus dem Papierkorb löschen. Prüfen Sie, ob Sie sie aus einer Sicherungskopie wiederherstellen können.
Lassen Sie uns nun die Datenbank aus der letzten Windows Server Sicherung wiederherstellen. Öffnen Sie dazu Server Manager, Tools, Windows Server Sicherung. Aktivieren Sie im Programmfenster lokale Sicherung, dann im Aktionfenster wiederherstellen. Geben Sie an, wo Ihre Sicherung gespeichert ist, auf einem lokalen Laufwerk oder in einem entfernten Verzeichnis und klicken Sie auf Weiter. Geben Sie den genauen Speicherort der Archivs an, Weiter. Wählen Sie als nächstes den Server und das Datum des Archivs aus, dessen Zustand Sie wiederherstellen möchten. Aktivieren Sie auf der Seite Wiederherstellungs-Tube das Kontrollkärtchen Applikation und klicken Sie auf Weiter. Stellen Sie im nächsten Fenster sicher, dass die Anwendung ausgewählt ist. Erscheint und klicken Sie auf Weiter. Wählen Sie als nächstes Recover to Original Location aus, wenn Sie Erscheinungsdaten am ursprünglichen Speicherort wiederherstellen möchten, oder Recover to Another Location, wenn Sie einzelne Datenbanken wiederherstellen möchten. Und um den Wiederherstellungsprozess zu starten, klicken Sie auf die Schaltfläche Wiederherstellung Recovery. Klicken Sie nach Abschluss des Vorgangs auf die Schaltfläche Schließen. Jetzt werden alle Änderungen und gelöschte E-Mails in dem Zustand wiederherstellt, den Sie zum Zeitpunkt der Sicherung hatten. Überprüfen wir unsere E-Mails, so wurden alle E-Mails, die sich vor dem Zeitpunkt der Sicherung in der Mailbox befanden, wiederhergestellt. Auf diese Weise können Sie wichtige Nachrichten, die dauerhaft aus Ihrem Postfach gelöscht wurden, wiederherstellen, aber es kann sein, dass spätere Nachrichten, die nach der Sicherung wiederhergestellt wurden, überschrieben werden. Wenn das Postfach jedoch vollständig gelöscht wurde, können Sie die E-Mails auf diese Weise nicht wiederherstellen. Um Nachrichten abzurufen, müssen Sie ein neues Postfach stellen und die Nachrichten aus der Wiederherstellungsdatenbank abrufen. Eine weitere Möglichkeit zur Wiederherstellung von Postfächern aus den Wiederherstellungsdatenbanken. Wenn Sie Ihre E-Mails auf dem neuen Server wiederherstellen müssen oder die erste Methode nicht geholfen hat, können Sie versuchen, die verlorenen E-Mails aus der Wiederherstellungsdatenbank zu retten. Bevor Sie die Datenbank auf dem neuen Exchange-Server wiederherstellen, müssen Sie sie erneut installieren und konfigurieren. Ich werde Ihnen nur den Prozess der Postfachwiederherstellung zeigen. Vorausgesetzt, Sie haben bereits einen sauber laufenden Exchange-Server mit Archivdirektorium. Wir haben also eine Sicherung mit Windows Server Backup erstellt. Ich zeige Ihnen, wie Sie damit die Datenbank und den Protokollordner auf einem anderen Datenträger wiederherstellen und dann auf einen Server mit einem sauberen Exchange-Server importieren können. Zunächst müssen Sie Ihre Exchange-Datenbank aus einer Sicherung wiederherstellen. Dies kann eine Kopie der Windows Server Sicherung oder eines anderen Programms sein. Wir müssen einen Ordner mit einer Datenbank und Transaktionsprotokollen aus der Sicherung abrufen. Wir betrachten diesen Vorgang am Beispiel einer Sicherung mit Windows Server Backup. Öffnen Sie den Server Manager. Klicken Sie oben rechts auf die Schaltfläche Tools. Ganz unten in der Dropdown-Liste führen Sie Windows Server Sicherung. Wählen Sie im sich öffnenden Utility-Fenster lokales Backup und klicken Sie auf Wiederherstellen. Geben Sie den Backup-Speicherort an, diesen Computer oder einen anderen und klicken Sie auf Weiter. Wählen Sie ein Laufwerk oder einen Netzwerkordner aus, geben Sie ein Volumen an, markieren Sie Ihren Server und klicken Sie auf Weiter. Als nächstes wählen Sie das Datum des letzten Sicherung Weiter. Aktivieren Sie im nächsten Schritt den Punkt Applikation und klicken Sie auf Weiter. Aktivieren Sie dann Exchange Weiter und geben Sie an, wo die Exchange-Server-Daten wiederhergestellt werden sollen. Klicken Sie dazu auf Browsers, wählen Sie das Laufwerk und den Ordner aus und dann Weiter und Wiederherstellen. Jetzt warten wir auf das Ende des Vorgangs und schließen das Utility-Fenster. Schließen, Close. So erhalten Sie eine Kopie der Mailbox-Datenbank und des Ordners mit den Protokolldateien. Ich kopiere die Datenbankdateien
und verschiebe sie in einen anderen Ordner, der sich im Stammverzeichnis des Systemlaufwerks befindet. Sie können auch den Namen des Ordners und der Datenbankdaten ändern, damit Sie den Pfad in Zukunft leichter wiederfinden. Um die E-Mails wiederherzustellen, müssen Sie eine Wiederherstellungsdatenbank erstellen, die die wiederherstellten Dateien aus der archivierten Datenbank und den Protokollen importiert und dann die E-Mails in die bestehende Datenbank übertragen. Dazu verwenden wir die Exchange Management Shell und das Camelot News Mailbox Datenbase. Rufen Sie den Datenbankordner auf und geben Sie den Befehl ein. Dabei ist dabei der Name der neuen Wiederherstellungsdatenbank. Mailbox-Datenbase ist der Name der Datenbankdatei und am Ende steht der Pfad zum Ordner mit dem Transaktionsoption-Protokolldateien. Nach dem Ausführen dieses Befehls starten Sie Exchange Informationen Service neu. Öffnen Sie dazu das Dienstefenster. Suchen Sie in der Liste Microsoft Exchange Informationsspeicher, wählen Sie ihn aus und klicken Sie auf Neu starten, Restart. Nun würden wir den Status der Wiederherstellungsbasis überprüfen, indem wir den Befehl SAUtil mit dem Schlüssel MH ausführen. Wenn Sie sich in einem anderen Ordner befinden, müssen Sie den Befehl den Pfad zu Dateien hinzufügen. In meinem Fall habe ich nur den Dateinamen angegeben, da ich mich im selben Ordner wie die Basisdaten befinde. Wenn der Basisstatus Dirty Stand-Down lautet, muss er zunächst mit dem folgenden Befehl wiederhergestellt werden. Im Dienstprogramm SATIL mit dem Schlüssel R. Hier geben Sie das Präfix für die Transaktionsprotokolle an. In meinem Fall ist es R00. Gehen Sie zum Ordner Logs und suchen Sie nach dem Präfix im Dateinamen. Wenn der erste Befehl nicht hilft, führen Sie den folgenden Befehl aus. Hier gehen Sie das Präfix für die Transaktionsprotokolle an und geben dann den Pfad zu den Protokollen und Datenbankordner an. Nach erfolgreichen Wiederherstellungen können Sie fortfahren, es zu mounten. Dazu führen Sie den Befehl aus, Mount Databases DBR. Um zu sehen, ob die Sicherung Daten enthält, können Sie den Befehl Jet Mailbox Statistik ausführen. Damit erhalten Sie eine Liste der Postfächer, die in der Wiederherstellungsdatenbank gespeichert sind und deren IDs, die Sie später benötigen, um die Post in das neue Postfach zu übertragen. Um die Mail zu übertragen, führen Sie den folgenden Befehl aus. Dabei geben Sie den Namen der Quelldatenbank, Wiederherstellungsdatenbank, die ID des Quellpostfachs und am Ende des Befehls den Namen des Zielpostfachs an. Wenn während der Ausführung ein Fehler auftritt, am Ende des Befehls fügen Sie den Wert. Nun prüfen wir den neuen Briefkasten. Alle E-Mails, die in der verlorenen Mailbox gespeichert waren, wurden in die neueste Mailbox übertragen. Es ist uns gelungen, die Daten aus dem Backup zu ziehen und auf den neuen Server zu importieren. Das gleiche Verfahren kann nun mit den übrigen Postfächern wiederholt werden. Wenn die Datenbank selbst beschädigt ist oder die Protokolle fehlen, muss sie möglicherweise mit dem Befehl des Dienstprogramms SATIL mit dem Schlüssel P wiederhergestellt werden. Dies führt zu einem Warnfenster, da dieser Vorgang nicht rückgängig gemacht werden kann und ohnehin ein Datenverlust die Folge ist. Der nächste Schritt besteht darin, zu überprüfen, ob die Datenbank einwandfrei ist. Der Status sollte sich in
klären Shutdown ändern. Danach müssen Sie die Datenbank defragmentieren. Der Defragmentierungsprozess erstellt eine neue Datenbank, in die alle fehlerhaften Daten verschoben werden. Wenn die Defragmentierung abgeschlossen ist, wird die ursprüngliche Datenbankdatei gelöscht. Jetzt müssen Sie nur noch die Datei mounten und den Testbefehl ausführen. Um sie zu mounten, führen Sie folgenden Befehl aus. Und um die Prüfung durchzuführen, geben Sie folgenden Befehl ein. Der Wiederherstellungsprozess der erschienenen Server-Datenbank ist nun angeschlossen. Für den Fall, dass Ihr Server ausgefallen ist und Ihre Mailbox-Datenbank oder Ihr Transaktionsprotokollordner beschädigt oder gelöscht wurde, kann Hetman Practitioner Recovery Ihnen helfen, verlorene Dateien wiederherzustellen. Es kann Ihre Festplatte scannen, die gelöschten Dateien finden, sie wiederherstellen und sie aus Ihrem erschienenen Server übertragen. Hetman Practitioner Recovery unterstützt die meisten gängigen Dateisysteme. Wenn Ihre Datenbank auf einem RAID-Array gespeichert war, verwenden Sie RAID Recovery. Das Tool stellt die verlorenen RAID-Festplatten automatisch wieder her, sodass Sie Ihre Exchange-MRS-Datenbank-Dateien davon wiederherstellen können. Betrachten wir die Wiederherstellung mit Hetman Practitioner Recovery und dem Standard-Datenbank-Speicherort als Beispiel. Laden Sie die Wiederherstellungssoftware herunter, installieren Sie sie und führen Sie sie aus. Sie scannt automatisch Ihr System und zeigt Ihnen die angeschlossenen Laufwerke an. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Laufwerk, auf dem die Datenbank gespeichert war, und wählen Sie Öffnen. Dann wählen Sie die Erder-Analyse, schneller Scan oder vollständige Analyse. Es wird empfohlen, zuerst einen schnellen Scan durchzuführen, da dies weniger Zeit in Anspruch nimmt. Wenn die Software die benötigten Dateien nicht findet, führen Sie vollständige Analyse aus. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Laufwerk Reanalyse, Full Analyse, geben Sie das Dateisystem an und klicken Sie auf Next. Gehen Sie zu den Ordner, in dem die Exchange Server meine Datenbank gespeichert war. Markieren Sie das Verzeichnis und klicken Sie auf Wiederherstellen. Geben Sie dann den Datenträger und den Ordner an, in dem die Dateien gespeichert werden soll, und klicken Sie auf Wiederherstellen. Danach befindet sich der Ordner mit den Dateien unter dem angegebenen Pfad. Die Datenbank wird standardmäßig in diesem Pfad gespeichert. Zu Ihrer Bequemlichkeit erhält die Software eine Datennamensuche, die die Zeit, die Sie zum Auffinden der benötigten Dateien benötigen würden, drastisch verzögert, und eine Option zum Speichern eines Disk-Images, damit Sie das Image später analysieren können. Nun können Sie eine Wiederherstellungsdatenbank aus der wiederhergestellten Datenbank erstellen und die erforderlichen Emails auf den neuen Server übertragen. Wie das geht, haben wir bereits besprochen. Bevor Sie die Datenbank auf einem neuen Exchange-Server wiederherstellen können, müssen Sie neu installieren und konfigurieren. In diesem Video-Tutorial habe ich Ihnen nur gezeigt, wie Sie die Postfächer wiederherstellen können, bevor Sie den Exchange-Server mit Archivdirektory installieren und konfigurieren. Und das war's. Ich hoffe, dieses Video war für Sie nützlich. Denken Sie daran, dieses Video zu liken. Vergessen Sie nicht, unseren Kanal zu abonnieren. Stellen Sie Ihre Frage in den Kommentaren unter dem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Auf Wiedersehen.